Hey Leute, was geht? Ja, die neue Woche hat gestartet und ich bin jetzt wieder im Studium. Und ich muss sagen, ich hatte einen recht schwierigen Tag irgendwie. Ich weiß nicht, heute war irgendwie der Wurm drin. Ich habe irgendwie heute kein gutes Mindset gehabt. Ich weiß auch nicht genau, wo es lag dran, um ehrlich zu sein. Irgendwie. Ja, habe ich irgendwie viel Widerstand gehabt heute gegen so vieles. Keine Ahnung, gegen die Uni. Generell. Ach, das ist so vollkommen übertheoretisiert und nicht, das ist nichts, was einen wirklich weiterbringt irgendwie. Ja, unser Schulsystem. Ja, könnte ich mich ewig darüber aufregen, was das für ein Schwachsinn ist. Ja. Das ist gerade richtig schwierig für mich, um echt zu sein, damit klarzukommen. Ja, gab auch Lichtblicke. Ich habe wieder Tischtennis gespielt. Endlich wieder. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich liebe Tischtennis über alles. Ja, und überhaupt generell auch bei der Arbeit. Und ich bin dann heimgekommen und hier, ich wohne direkt am Ulmer Münster und da haben hier irgendwelche Leute irgendwelche Beatbox mit Subwoofer gemacht. Also, ich wollte einfach nur entspannen und hier meine Ruhe haben und das war so laut und Gott, das nervtötend, ey. Furchtbar. Ja, in einer idealen Welt, irgendwie steht man da drüber, keine Ahnung, aber irgendwie hat das heute nicht so gut funktioniert. Heute habe ich echt ein bisschen so einen emotionalen Durchhänger. Naja, darf man auch mal haben, solange man die Habits weiter durchzieht. Ich muss noch Schach spielen, ich muss noch... Da ist mein wunderschönes Schachbrett. Könnte ich mal anschauen. Das ist echt. Oh, ich liebe es. Ja. Ja, ich zermarterte mir schon so ein bisschen den Kopf irgendwie, woran das lag. Warum, was läuft denn falsch? Aber das dann, damit macht man sich dann nur wieder mehr runter. Also das habe ich schon auch schon oft gemerkt, wenn man schlecht drauf ist und sich dann noch dafür fertig macht, dass man schlecht drauf ist, weil man darf ja nicht schlecht drauf sein, ist dann so ein Teufelskreis, wo es dann nur noch schlimmer wird. Und ja, einfach loslassen und akzeptieren und loslassen, genau. Ja. Kennt ihr das auch, diese Tage, diese Momente, wo irgendwie, wo ihr an allem zweifelt und ihr das Gefühl habt, am falschen Platz zu sein? Ja. Irgendwie hatte ich heute so einen. Ja. Und ich merke mega, wie ich mich gerade dafür schäme, irgendwie nur so ein Schrott ins Video zu labern, aber mein Gott. Was soll ich sonst erzählen? Ich meine, das war mein Tag heute und ja, ich kann ja nur von mir erzählen, was heute so ging und ja. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Peace.